Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. So, meine Lieben, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freie Themennacht. Heute Nacht. Nach unserer Themennacht gestern. Also, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, reden wollt, diskutieren wollt, dann ruft an. Telefonnummer 0800 220 5050 oder meldet mir unter domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht heißt Marian. Stimmt das? Ich bin ein Anrufer. Oh! Marian ist eigentlich ein Männername. Ja, ich dachte gerade schon, was für ein komischer Name. Marian. Marian ist ein Männername? Ja. Woher kommt der? Habe ich noch nie gehört. Das habe ich meine Eltern selber auch noch nicht gefragt. Aha, also das wäre seltsam, wenn ich Marian heißen würde. Marian Domian. Das klänge seltsam. Also Marian, 28 Jahre alt. Richtig. Um was geht's, Marian? Okay, es geht darum, meine Freundin ist bisexuell und... Ja. Möchte gerne mit anderen Frauen schlafen. Das heißt, das ist im Prinzip direkt ein Problem für mich. Glaube ich. Also, ich frage erstmal, wie lange seid ihr zusammen schon? Ja, so circa ein Jahr. Noch relativ neu, das Ganze. Frisch, ja. Und ist sie immer schon bisexuell gewesen oder hat sie es irgendwie jetzt gerade mal eben erst entdeckt? Sie sagt eigentlich, sie weiß es schon seit längerer Zeit, also seit mehreren Jahren. Ja. Und genau darüber gesprochen haben wir oder das erste Mal vor einem guten halben Jahr. Mhm. Hat sie denn Erfahrungen schon früher mal gemacht mit Frauen? Nur durchs Küssen eigentlich. Aha. Und sie hat mittlerweile auch schon einmal mit einer Frau geschlafen. Während ihr zusammen seid jetzt? Ja, mit Absprache von mir. Im Endeffekt habe ich es mir im Nachhinein vielleicht dann doch anders, beziehungsweise ich war mir dann doch nicht mehr so sicher, ob das die richtige Entscheidung war. Ja, wie kam das dazu? Sie sagt zu dir, Mensch, pass mal auf, ich habe irgendwie Bock auch auf Frauen. Hast du gesagt, ja, dann mach mal. War es so? Ja, nee, nicht wirklich. Also die hat zu mir generell gesagt, sie sieht das so, sie liebt mich. Mhm. Und zum Thema Männer ist es halt so, dass sie halt zu mir treu bleiben möchte. Ja. Aber zum Thema Frauen sagt sie, dass das für sie was anderes ist und sie da schon hin und wieder drüber nachdenkt. Und irgendwann mal, wenn ich das nicht zulasse, könnte bei ihr der Knoten platzen und ja. Dann würde es passieren. So, und dann hast du gesagt, okay, dann mach einfach mal. Wie hat sie sich denn an diese Frau geangelt? Wer war das? Woher kam die? Sie hat sie in der Diskothek kennengelernt, über einen Bekannten. Und dann ist es dann irgendwann passiert. Und das war eine reine Sexgeschichte? Einmal? Das war einmal, das ist aber auch wieder das nächste Problem, wo ich auch Schiss habe, selbst wenn ich das zulassen würde für die Zukunft, ja. Dass sie ist generell ein emotionaler Mensch. Mhm. Und ich weiß nicht, ob ich da zu Recht mir Gedanken mache, dass die Gefahr dann halt groß ist. Verstehe. Dass aber, sie dann generell. Aber hier, dieses war nur einmal, ja. Von dem wir gerade gesprochen haben. Ja. Ja. Und hat sie weiter noch Kontakt zu dieser Frau gehabt? Einfach so platonisch? Oder war es das wirklich dann? Nee, das war es dann wirklich gewesen. So, jetzt sitzt sie dir aber quasi im Nacken und fordert von dir, dass du ihr quasi grünes Licht gibst, dass sie diese Ader in sich weiter quasi parallel zu eurer Beziehung ausleben kann. So ungefähr. Also sie fordert mich nicht. Aber sie wünscht das gerne. Sie droht es ja quasi an. Wenn du Nein sagst, dann geht bei mir irgendwann der Knoten auf oder so, wie du es gerade formuliert hast. Genau. Hm? Ich meine, ist das denn, wie siehst du das denn? Ich meine, wenn man bisexuell ist, dann ist es im Prinzip doch was anderes. Also das andere Geschlecht kann demjenigen das nicht geben, was, ne? Nee, ich sehe das völlig anders. Ich finde das immer völligen Unsinn, wenn jemand erzählt, ich bin bisexuell und brauche das andere auch. Ja. Finde ich völligen Unsinn. Wenn ich zehnmal bisexuell bin, wenn ich mich in einen Menschen verliebt habe und mich auf eine Beziehung auf ihn eingelassen habe, dann habe ich mich auf die Beziehung eingelassen. Ja. Das heißt ja nicht, dass ich dann auch dieses andere unbedingt auch noch ausleben will. Ich lebe ja auch nicht vielleicht andere Gelüste auf heterosexueller Ebene auch noch aus. Finde ich völligen Quatsch. Ich kann dich auch wirklich nachvollziehen, wenn du sagst, naja, okay, die ist eine emotionale Frau, das kann auch schnell passieren, dass die sich in eine Frau verknallt. Ja. Du würdest ihr ja auch kein grünes Licht für eine reine Sex-Männer-Beziehung geben. Würdest du ja auch nicht machen. Nee.
Ja, nee, klar. Ja, natürlich ja. nicht. Ja, nee, klar. Also gehe ich jetzt mal aus. Ich kenne dich nicht, aber es ist doch so, oder? Ja, natürlich. Ja, weil du gerade so gezögert hast. Aber ich finde das, finde diese Forderung von ihr nicht nachvollziehbar. Entweder dann muss sie sich auf den freien Markt begeben und sagen, okay, ich will erstmal alles so leben, ich brauche beides, aber ich gehe nicht eine Beziehung ein. Aber auf allen Hochzeiten zu tanzen, nur weil man bisexuell ist, das ist für ein Unsinn. Dadurch bin ich doch nicht promisk, weil ich nur bisexuell bin. Was für ein Quatsch. Also kann man dadurch halt zu Recht sich halt denken, dass sie vielleicht generell nicht treu ist. Dass sie das vielleicht ein bisschen auf dieses Geschlecht abschiebt. Ich weiß es nicht, Marian, was in der Frau los ist. Ihr seid ja nur auch erst ein Jahr zusammen. Mhm. Und sie entdeckt das ja offensichtlich. Wie alt ist sie? Sie ist 19. Ach, sie ist 19 erst. Ja. Und sie entdeckt das ja gerade erst, diese andere Welt, die Frauenwelt. Vielleicht ist da noch ein viel stärkerer Drang bei ihr, dass sie vielleicht irgendwann sogar ganz lesbisch ist und du gerade jetzt in dieser Entwicklungsphase bei ihr bist. Das könnte theoretisch auch sein. Ja, ne? Ja, also das kann alles möglich sein. Auf die Dauer würde ich mich als Partner auf sowas nicht einlassen. Mhm. Es sei denn, es würde mir überhaupt nichts ausmachen, aber ich habe ja gerade gemerkt, dass es dir schon was ausmacht. Und naja, es macht mir im Prinzip sowas aus, dass ich halt Angst habe, dass da vielleicht die Gefahr lauert, wie du schon sagst, dass sie vielleicht eventuell lesbisch werden könnte. Mhm. Und weil sie halt auch emotional immer sehr dabei ist, ja. Und dass sie vielleicht eventuell auch den Sex auf lange Sicht bevorzugt, im Gegensatz zu mir, den Sex mit Frauen. Ja. Ich weiß nicht, ob das auch was dran ist, aber... Vielleicht. Mhm. Vor allen Dingen, weil sie doch sehr jung ist und noch in einer Orientierungsphase sich befindet. Ne? Also, es gibt, sage ich ja immer wieder, natürlich viele verschiedene Modelle von Beziehungen, aber das funktioniert nur, wenn beide Seiten damit einverstanden sind. Wenn der eine darunter leidet, wenn du darunter leidest, dass sie und Angst hast und so, dann finde ich das kein richtiges Modell. Da muss sie sich entscheiden. Meine Meinung. Also die Gefahr ist auf jeden Fall zu Recht groß, dass sie vielleicht eventuell wirklich lesbisch sein könnte. Ja, vielleicht. Es wäre vielleicht was anderes, wenn sie jetzt schon irgendwie Ende 30 wäre und hätte so ihre Erfahrung hinter sich und sagt zu dir, pass mal auf, ich habe einfach mal ab und zu Bock mal auf eine Frau. Aber emotional und herzensmäßig bist du definitiv mein Mann und da passiert gar nichts weiter. Mhm. Vielleicht hätte das eine andere Grundlage, aber so ist das alles sehr, sehr schwammig und sehr neu, sehr frisch bei ihr, experimentell und wer weiß, was daraus wird. Ja. Also ist jetzt deine Frage, lässt du dich, ist die Frau dir die so wertvoll, dass du dich auf dieses Spielchen einlässt oder sagst du, nee, das ist mir zu stressig auf die Dauer, ich gehe lieber, ich ziehe mich da raus, kann ja auch sein. Ja, das ist alles so eine Frage, ne? Weil ich sehe auch ziemlich stark Liebe und da kommt man nicht so schnell wieder raus. Gut, dann mach ihr das klar, was für Gefühle und was für Bedenken du hast. Ja. Mal sehen, wie sie darauf reagiert. Vielleicht versteht sie es ja auch und lässt sich darauf ein. Und wenn sie es überhaupt nicht kann, dann müsst ihr irgendeinen Modus finden für euch. Also letztendlich kann ich dich aber schon verstehen. Ich kann das schon nachvollziehen. Vor allen Dingen, was mich halt dann auch dabei jetzt stört, ist, wenn ich das zulassen würde, dass sie sich vielleicht hin und da vielleicht auch in einer anderen Frau verlieben könnte. Ja gut, da reden wir auch die ganze Zeit schon drüber. Ja. Ja. Marian. Ja. Jetzt geht mir richtig schwierig über die Zunge der Name. aber schön, gefällt mir gut. Red mit der Freundin, mach ihr das nochmal klar, in welchem Gefühle du da reingerätst. Und dann versucht eine richtige, für euch gute Lösung zu finden. Für beide gute Lösung, das ist wichtig. Das ist es ja, wir haben so oft schon darüber gesprochen. Mhm. Ist nicht so, als wenn wir jetzt da gar nichts mehr so drüber sagen. Gut, dann mach es eine Weile mit und dann zieh irgendwann die Notbremse und sag, ich kann nicht mehr. Also entweder entscheide ich jetzt entweder für mich und die Beziehung oder geh du deine eigenen Wege. Das habe ich zu ihr ja auch gesagt. Da hat sie halt gesagt, ich probiere es, ich kann es aber nicht versprechen, dass es auf Dauer klappt. Gut, dann ist es eine Ansage, dann müsst ihr das eine Weile probieren und wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht. So, mein Lieber. Mhm. Mehr weiß ich nicht dazu zu sagen. Nee, klar. Alles Gute. Ja, tschüss. Danke. Tschüss. 0800 220 5050. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, ist eine kostenfreie Telefonnummer. Und eine kostenfreie Faxnummer haben wir natürlich auch. 0800 220 5051. Wenn ihr faxt, bitte nicht vergessen, die Telefonnummer drauf zu schreiben. Biggie, 29. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Um was geht's bei dir? Also, mein Thema ist Inzucht. Mhm. Inwiefern? Also, meine Mutter ist also damals quasi von meinem eigenen Opa vergewaltigt worden. Ja, also da ist der Opa gleichzeitig Opa und Vater. Ja, genau. Mhm. Und
ich weiß das seit 2 Jahren von meiner, also richtig von meiner Tante, aber mein eigener Onkel, also der Bruder von meiner Tante, der hat mir auch schon mal ein paar Mal gesagt und wollte ihm nicht recht glauben. Mhm. Und ja, dann habe ich mal meine Geburtsurkunde nachgeschaut und ja, und habe beim Jugendamt mal nachgeforscht und da stand auch nicht drin der Name meines Vaters. Mhm. Moment, und, Moment. Reden wir jetzt über dich oder über deine Mutter? Also, ja, beidseitig. Meine Mutter und mich. Also gerade hast du gesagt, dass deine Mutter ist ein Inzuchtskind. Nee, ich selber. Du selbst? Ja. Du selbst. Das heißt, jetzt muss ich neu denken. Ich habe es gerade völlig falsch verstanden. Oder du hast es aus Versehen falsch ausgedrückt. Ja, genau. Das heißt, du bist das Kind deines Opas. Ja, genau. Mhm. Ich bin auch quasi 23 Jahre lang bei ihm aufgewachsen. Ja, ja. Und jetzt weiß ich auch, warum ich immer sein Nährfäkchen war. Ja. Also ich war für ihn alles. Und nach außen hin, gab es denn einen Vater? War deine Mutter verheiratet? Oder ist deine Mutter verheiratet? Meine Mutter, die hat nach meiner Geburt, da war sie 19. Mhm. Die wollte eigentlich vor meiner Geburt heute heiraten und es hat nicht geklappt, weil von dem Mann, den sie jetzt geheiratet hat, der die Mutter gestorben ist. Und da haben sie die Hochzeit verschoben und da war meine Mutter 19 und dann haben sie geheiratet. Und da war ich schon auf der Welt. Ja. Und ich weiß auch, dass meine... Und jetzt lebt deine Mutter alleine? Nee, die ist immer noch verheiratet. Die ist immer noch verheiratet. Mhm. Wann hast du das dann herausbekommen? In welchem Alter? Vor 2 Jahren. Vor 2 Jahren, ja. Das hast du gerade am Anfang auch gesagt. Mhm. Ja. Es wurde mir auch damals auch, also quasi in meiner Kindheit, hat man einen Onkel, der mir auch mehrmals gesagt hat, auch versucht, mir zu erklären. Und nach meiner Überlegung haben sie ihm immer mehr weggestupst. Mhm. Hast du denn, es liegt ja jetzt ganz nahe, dass man, wenn man so etwas rausbekommt, dass du mit deiner Mutter da mal drüber sprichst? Also meine Mutter, die blockt, also die hat mich einmal angerufen, da war ich so 18, 19. Mhm. Und da meinte meine Oma ja, da hatte ich damals so ein Problem gehabt und da meinte sie, ja, du musst da, mit deinem Vater darüber reden. Und da habe ich gesagt, ja, mein Vater ist ja nicht da. Und dann meinte sie, ja, dein Vater ist oben. Ich sag, kann nicht sein. Also wir meinen jetzt nicht den Opa, sondern dein Vater, der gar nicht dein Vater ist. Ja, ja. Mhm. Also das habe ich damals gedacht. Mhm. Und meine Oma, die hat gesagt, also die hat nämlich gesagt, oben, also mein Opa mehr, der im Wohnzimmer damals gesessen hat. Also, mit der Mutter kann man nicht darüber sprechen. Die blockt ab, also. Das heißt, die Mutter hat ja auch Schlimmes ertragen müssen. Sie ist von ihrem eigenen Vater vergewaltigt worden. Mhm. Ne, so kann man es ja sagen. Es ist ja ganz. Ja. In der Erziehung, als du Kind warst, du sagst, du warst immer so ein Opa-Kind. Ja. Ja. Wie hat deine Mutter sich denn dir gegenüber verhalten? War die eher distanziert zu dir? Nee, die war ganz normal zu mir. Die ist öfters. Also ganz am Anfang ist sie sehr oft besuchen gekommen. Ja. Und danach wurde immer weniger, weil zwischen meiner Oma und mit meiner Mutter Streitigkeiten gegeben hatte. Mhm. Es ging darum, wegen der Erziehung, weil meine Mutter mich damals zu sich holen wollte. Mhm. Und du warst bei den Großeltern, ne? Mhm. Mhm. Und das hat alles nicht geklappt. Ja. Aber jetzt, wie denkst du denn jetzt heute über der Opa lebt noch? Ja, ja. Der ist nämlich leider 70, letztes Jahr im Dezember ist er 70 geworden. Ja, wie denkst du denn über diesen Mann? Dieser Mann hat ja nun deiner Mutter etwas sehr Schlimmes angetan. Hat sich dir gegenüber, aber all den Jahren gegenüber gut verhalten, wie du gerade gesagt hast. Mhm. Wie denkst du heute über ihn? Also, am Anfang hatte ich über ihn so einen Hass gehabt und danach mehr weniger. Mhm. Weil ich habe den Mann ja auch damals im Kindheit auch sehr, sehr geliebt. Ja. Ja.
ganz definitiv bewiesen ist es aber noch nicht, dass es so ist. Nicht ganz, aber da werde ich, ich weiß nur nicht, wie ich an meine Mutter rankomme, weil vor drei Jahren war ich auf einer Geburtstagsfeier von einer, also von meiner Tante, die mir das gesagt hatte. Mhm. Und da war noch die andere Schwester von meiner Mutter da und da habe ich ursprünglich mal aus Geisteshimmel mal so gefragt, hör mal, weißt du, wer mein Vater ist? Mhm. Und die hat mich ziemlich entsetzt angeguckt und da meinte sie nur so drauf, da musst du deine Mutter fragen. Und mhm. ich habe ja meine Mutter schon gefragt und mhm. sie meinte... Ja, ich meinte jetzt auch gerade nochmal, weil du vorhin so eine Andeutung gemacht hast mit den Urkunden. Ist es denn jetzt urkundlich wirklich nachgewiesen? Das ist nicht der Fall, ne? Nee, also da steht nicht der Name des Vaters drauf. Mhm, nur von meiner Mutter. So, jetzt ist dein Anliegen, was ich gut verstehen kann, dass du in irgendeiner Weise ins Gespräch kommst mit deiner Mutter, ne? Mhm. Ja. Sie blockt ab. Also, bisher hat sie immer abgeblockt. Mhm, also... Mhm. Jetzt muss ich mal fragen, der Fall ist wirklich kompliziert. Die Oma lebt auch noch. Ja. Ja. Die weiß das auch. Ich schätze schon, ja. Mit der hast du aber noch nie versucht, darüber zu sprechen. Mit der habe ich damals nicht so gutes Verhältnis gehabt, also als Jugendliche. Mhm. Mhm. Also ist dein Bedürfnis letztendlich zu erfahren, was ist mit mir los, wo sind meine Wurzeln, was ist damals passiert, mhm. ne? Was sind einfach meine Hintergründe? Mhm. Ne? Das ist dein Anliegen. Wie viel Mal hast du es versucht, mit deiner Mutter zu sprechen schon? Sehr oft. Sehr oft. Mhm. Mhm. Also so, dass ich auch sie nicht genervt habe. Ja. Und ich bin ja mit 23 bin ich da ausgezogen. Mhm. Und da hat mein Opa mich zu meiner Mutter gefahren. Da habe ich erstmal ein halbes Jahr, also quasi fast ein halbes Jahr bei ihr gewohnt. Mhm. Und von da aus hatte ich eine eigene Wohnung. Und in dem Zeitraum, wie ich mal bei meiner Mutter gelebt hatte, hat sie mir beigebracht, offen und ehrlich zu sein. Und da war ich auch gegen ihr über offen. Nur sie nicht. Sie hat irgendwo. Ja. Wie alt ist deine Mutter? Die ist jetzt, glaube ich, 47, 48. Ja. Ist sie vor kurzem geworden. Biggie, bist du eigentlich, ich frage das mal zwischendurch, weil da gibt es ja auch immer schlimme Dinge zu lesen. Bist du gesund? Also, ich habe letztes Jahr erfahren, dass ich keine Kinder kriegen kann. Mhm. Und seit meiner Geburt habe ich eine Vererbung. Ja. Von meiner Opas Seite her. Was heißt vierten das? Grades. Was heißt Vererbung vierten Grades? Hasenschad hatte ich mal gehabt. Ach so. Mhm. Das und ist ja auch bei Inzuchtskindern, dass dann Schäden bleiben. Und das ist ja in deinem Fall dann halt auch so, wenn du keine Kinder kriegen kannst zum Beispiel. Mhm. Also muss nicht, aber kann aber vorkommen. Mhm. So, also das Grundproblem, kommen nochmal auf das Grundproblem. Das Grundproblem ist, du möchtest mit deiner Mutter sprechen. Die Mutter macht zu. Das ist natürlich kompliziert, wenn du schon mehrfach versucht hast, mit ihr ins Gespräch zu kommen. Mhm. Und sie macht zu, macht zu, macht zu. Hast du versucht oder überlegt schon mal in aller Ruhe, um auch die Emotionen vielleicht nicht so aufkommen zu lassen, in aller Ruhe mal so das alles aufzuschreiben, was in dir vorgeht und auch deine Fragen alle mal aufzuschreiben. Mhm. Und dieses dann ihr zu schicken. Mhm. Könnte ich eigentlich mal machen. Ich meine, das ist immer so eine Überlegung, die einem kommt, wenn jemand dicht macht. Vielleicht erreichen deine in Ruhe geschriebenen Worte, vielleicht erreichen die deine Mutter eher, als wenn du ihr gegenüber sitzt und sie vielleicht auch in Panik gerät und nicht weiß, wie sie spontan reagieren soll, und dann macht sie einfach dicht. Du kannst ja einen Brief schreiben, einen langen Brief, du kannst dir Zeit lassen, du lässt ihn mal ein paar Tage liegen und liest ihn dann nochmal. Und man guckt dann wie in der Hoffnung, dass sie da irgendwie dann darauf reagiert. Also ich weiß auch, ja, könnte ich auch mal versuchen. Ja, jetzt möchte ich aber, dass du mit meiner Psychologin noch redest. Vielleicht hat die Elke auch noch eine Idee, wie man das geschickt machen kann, mhm. dass du in ein gutes Gespräch kommst mit deiner Mutter. Ich weiß auch, also zum letzten Wort, also ich weiß auch, dass also mein Großvater, also mein Vater, beim Notar für mich was hinterlegt hatte. Und das soll...
eine Erklärung sein und das soll auch Also du meinst, finanziell Sachen auch dabei sein. Ja. Nur das zählt mir ja nicht. Das hilft dir natürlich nicht weiter in der jetzigen Situation in der Frage. So, Biggie, jetzt legst du bitte auf und die Elko ruft dich wieder an. Mhm. Und hoffentlich passiert irgendwas Gutes, was für dich auch dann, was dich ein bisschen weiterbringt. Ja, okay. Alles Liebe, alles Gute. Du legst auf, wir rufen zurück. Tschüss. Ja, tschüss. Hier ist Lena. Lena ist 37. Guten Morgen. Hi. Hi. Ich bin's, Lena. Herr Domian, ich habe ein kleines Problemchen. Und zwar, ich bin, wie gesagt, 37 und ich bin seit 4 Jahren mit einem Mann zusammen. Ich hatte das vorhin schon erzählt, der studiert Jura oder hat es auch beendet. Und wir haben eigentlich nur noch Sex, wenn ich ihn dazu zwinge, mehr oder weniger gesagt. Wohnt ihr zusammen auch? Nein, wir wohnen 10 Minuten voneinander entfernt. Ja. 4 Jahre zusammen und du und, nur noch Sex, wenn du ihn mehr oder weniger dazu sehr bedrängst. Sagen wir es mal so. War das früher anders? Am Anfang war es schon ein bisschen anders, ja. Es war am Anfang ein bisschen intensiver. Aber nur so am Anfang und auch nur ein bisschen? Genau. Das heißt, so die Granate war das nie so richtig? Nein. Ja. Und ich habe jetzt mittlerweile den Eindruck, also wenn ich ihn jetzt dazu zwinge und sage, ja, ich hätte meine fruchtbaren Tage oder so, dann würden wir nochmal miteinander schlafen. Weil er vielleicht auch denkt, wir würden ein Kind kriegen, dann würde das wieder anders werden. Ach, möchte er, dass sie ein Kind bekommt? Wir haben darüber nicht so eindeutig gesprochen. Er ist, wie gesagt, das ist das Problem der ganzen Sache, dass er eigentlich sehr wenig spricht. Ja. Ich meine, wir kriegen ein Kind und dann wird das wieder anders? Was ist das für eine Logik? Genau. Ich bin, das sehe ich natürlich genauso. Ja, ja. Ich muss dazu sagen, Wie ist denn das, also ich habe hier schon verstanden, dass es mit dem Sex tote Hose ist. Wenn ihr da miteinander schlaft, ist es dann auch die 0815-Geschichte? Ja. Also es ist keine Leidenschaft, keine... Nein. Du liegst da und hast das Gefühl, er macht seine... Ich mache das vor allen Dingen. Ach, du musst es mal. Ich bin da dann die Aktive und ich zeige ihm, wie es geht. Ja. Ich habe auch den Eindruck, dass er vorher eigentlich noch nie... Also ich bin, wie gesagt, 37, ich habe auch wirklich schon... einige Beziehungen hinter mir, auch längere, über 7 Jahre, über 3 Jahre und so weiter und so fort. Und ich glaube einfach auch, dass er solche Sachen noch, also ich glaube, ich weiß, dass er sowas noch nie erlebt hat. Wie alt ist er? Er ist 2 Jahre jünger. 35, ja. Hast du die Vermutung, dass da eine andere Frau im Spiel ist? Nein. Nein. 100% nicht. Was macht er mit seiner Sexualität? Mit seiner Sehnsucht nach Sexualität? Ich habe den Eindruck, dass er so, sagt man das so, asexuell ist? Gibt es ja. Dass er so neutrum ist. Mhm. Also da sind keine Vermutungen, dass er irgendwas anders macht? Dass Nein, er gar da nichts. Bin ich eigentlich wirklich 100% überzeugt, dass es nicht so ist. Ja. Wie ist denn die Verbindung sonst zwischen euch beiden? Ganz intensiv eigentlich. Also ansonsten. Aber wie kann das ganz intensiv sein, wenn du sagst, der redet kaum? Ja, intensiv in der Hinsicht, so von wegen Verantwortung oder Zuverlässigkeit. Ach so. Mhm. Also so, dass wir, wenn er irgendwo hinfährt oder, also wenn er später von der Arbeit kommt, also er, wie gesagt, das Schlimme an der ganzen Sache ist, wie gesagt, er ist Jurist, er hat seine Ausbildung auch zu Ende gemacht und das ist ja auch relativ schwierig und ich weiß das ja auch alles und man hat immer so wieder raus, wenn er das zu Ende gemacht und wenn er das zu Ende gebracht hat und wenn er das zu Ende gebracht hat, dann wird es anders. Mhm. Und jetzt ist er, gut, wir haben beide im Moment keinen Job. Aber das war immer so ein Vertrösten und das ist eben nicht anders. Ja, liebst du ihn? Ja, und da geht es dann wieder los, ne? Liebe. Ich habe dann manchmal habe ich das Problem mit der ganzen Sache ist eben, dass ich einfach Angst habe, dass ich manchmal ein bisschen aus Mitleid mit ihm zusammen bin. Oh, schlimm. Ich weiß, meine Mutter hat auch mal gesagt, heirate mich aus Mitleid. Nein, um Gottes Willen, was heiraten? Man darf auch nicht aus Mitleid mit jemandem nur zusammen sein. Das ist die schlimmste Basis letztendlich, weil das führt irgendwann in eine Katastrophe. Aber egal, was du sagst, Lena, ich höre einfach raus, wirklich mit jedem Wort, dass du da unzufrieden bist. Ja. Dass du unzufrieden bist, auch ein bisschen genervt bist. Ich bin genervt, ich bin manchmal auch ein bisschen aggressiv. Glaube ich, ja. Aber das ist doch auch normal, das wäre ich auch an deiner Stelle. Ich habe davor, wie gesagt, auch immer Männer gehabt, wo ich zum Beispiel mit der Familie nicht zurechtgekommen bin. Und bei ihm ist es jetzt zum ersten Mal, dass ich zum Beispiel mit seiner Mutter, seiner Oma... Umso schwieriger ist es für dich. Genau. Umso größer ist der Konflikt wahrscheinlich. Genau. Da ist ein Typ, der ist zuverlässig, das ist ein guter Kerl wahrscheinlich. Ja. Du kommst mit der Familie gut klar. Ja. Aber alles andere funktioniert eben nicht. Was jetzt tun? Was jetzt tun? Dass das mit dem Sex nicht so klappt. Hast du das so richtig angesprochen bei ihm? Ja. Also ich muss dazu sagen, ich leide seit 10 Jahren unter so Angststörungen. Ja.
Und da ist auch jemand, der sehr verständnisvoll ist. Mhm. Und ich bin dann, mache jetzt auch keine Therapie mehr, also mir geht es mittlerweile auch relativ gut. Ich bin auch ganz froh darüber. Worauf ich eigentlich hinaus will, ist, ja. ich möchte wissen, ob er das erklärt, warum er er sagt das zum Beispiel so, weil es ist ja sogar beim Küssen so, wenn ich ihn küsse und das ist ein bisschen feuchter, man küsst sich ja einfach nur so ein bisschen feuchter manchmal teilweise, dann wischt er sich immer so den Mund ab und so. So. Und dann, das ist auch nicht schön. Aber ich kenne sowas auch vorher von den ganzen Männern vorher auch gar nicht, ne? Mhm. Und dann sagt er immer nur so, seine Ma hat eine Pension und das waren auch mal früher ältere Frauen, die hätten ihm abgeknutscht und gesagt, ach, der süße kleine blonde Junge und so. Und das wäre jetzt der Grund, warum er das nicht mehr abkönnte, weil diese alten Frauen die immer abgeknutscht hätten. Das glaube ich aber nicht. Ja, Moment, das ist ja auch kein Kompliment für dich. Du bist eine 37-jährige Frau, du bist seine Geliebte letztendlich. Ja, und ja. Er fühlt sich erinnert an die alten Frauen, die ihn als kleinen Jungen abgeknutscht haben. Da ist aber einiges in der Schieflage bei euch, glaube ich, Lena. Aber hallo. Was mache ich mit diesem Mann? Also wie gesagt, dadurch, dass ich diese Ängste habe oder hatte, bin ich auch nach wie vor teilweise, also alle paar Monate bei so einem Psychologen. Und ich habe dem das nochmal erzählt und habe gesagt, ich habe jetzt einen Mann und so und wir verstehen uns gut und alles ist eigentlich so an sich in Ordnung, aber nur was ist nicht in Ordnung, ja. Aber von wegen Küssen und Sex und so, das stimmt, hat ihm halt er zu mir gesagt, ja, dann bring ihn mal mit. Das macht er aber auch nicht. Das macht er auch nicht. Na, ich habe gesagt, lass mal zur Paartherapie gehen. Ja, genau. Das macht er auch nicht. Dann sagt er ja, mit wem müssen da hingehen. Mhm. Ja, ich meine, das ist natürlich eine Haltung, die sehr schnodderig auch ist, ne? Die ist schnodderig, die ist irgendwie sehr, sehr im unangenehmen Sinne cool. Und er ignoriert ja auch völlig dein Unbehagen in der Beziehung. Genau. Das provoziert mich immer so daran, wenn ein Teil dann so reagiert, wie du es gerade von deinem Freund schilderst. Weil er geht ja völlig über deine Gefühle hinweg, die du artikuliert hast. Ja. Deine Unzufriedenheit. Das ist ja auch dein Gefühl des Gedemütigtwerdens. Ist es ja letztendlich. Ja, ich mache das natürlich, das hört sich doof an, aber mittlerweile mache ich das so, dass ich ihm natürlich auch teilweise schon mal jemanden gehabt habe. Ach so, du gehst fremd. Ja. 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 Ich will das gar nicht. Es überkommt dich dann so, oder was? Ja, aber wenn man keinen Sex hat. Ja, aber Lena, das ist doch keine Lösung, Mensch. Ich weiß. Das ist doch keine Lösung. Wie oft bist du jetzt schon fremd? Da rückt sie jetzt raus. Nach 7 Minuten rückt sie damit raus. Wie oft bist du schon fremd gegangen? Also ich hatte eine Beziehung in Anführungsstrichen mal so über ein halbes Jahr lang im 2002. Mhm. Nee, da muss was passieren. Da muss was passieren. Wie kann ich ihn jetzt dazu bringen, dass er was tut? Erzähl ihm das. Erzähle ihm, dass du aus Frust gestehe es ihm. Dann ich habe Angst, dass er dann Amok läuft und Selbstmord macht oder sowas. Ach nein. Ja. Doch, der ist wirklich so, er ist so auf mich fixiert. Wenn ich ihn verlasse, dann wird er. Ja, aber das ist ja eine schreckliche Situation. Wenn du mit einem Mann zusammen bist, wo du nicht mal die Wahrheit sagen kannst, wo du Angst haben musst, der bringt sich um, das ist ja die Hölle. Das ist ja die Hölle. Das würde ich jetzt aber schon doch etwas mal wagen, näher an ihn ranzugehen, um ihm vielleicht auch klarzumachen, wirklich klarzumachen, in was für einer unzufriedenen Situation du bist, dass du ihn eigentlich sehr, sehr, schon sehr magst. Ja. Und dass du ihm einfach sagst, pass mal auf, ich gestehe es dir jetzt, ich habe das gemacht. Ich habe es aber nicht gemacht, weil ich dich nicht mehr liebe, sondern ich habe es gemacht, weil ich so gefrustet bin. Weil hier alles stillsteht. Lass uns gemeinsam einen Weg suchen. Verdammt nochmal. Ja. Wenn du was willst, dann geh du mit mir zu einem Paartherapeuten. Ja, genau. So red mit ihm. So, und wenn er das nicht macht, dann ist er wirklich selbst schuld, wenn es in die Brüche geht. Und dann wird es über kurz oder lang, wird es bei euch in die Brüche gehen. Natürlich wird es in die Brüche gehen. Wenn du jetzt schon ausgeschert bist und so genervt bist, wie du sagst, und sogar aggressiv bist ab und zu. Aber kann man das nicht, ich denke mal so, die Frauen brauchen ja, ich sag das einfach mal so unverschämt, aber es gibt ja viele Frauen, oder ich bin der Meinung, dass Frauen mehrere Männer brauchen. Ach, das ist. Hört sich doof an. Ja. Doch, nein, aber aber Männer sind ja immer so. Ich weiß nicht, ich kenne das, ich bin immer noch nicht ganz so. Naja, das sind so Sprüche. Nein, das sind keine Sprüche. Da finde ich schon. Frauen brauchen mehrere Männer, ja. Nein, nicht mehrere Männer von wegen, aber weil Männer teilweise manchmal sehr fixiert sind und dann machen sie eine Aufgabe oder können sich immer auf das eine konzentrieren. Lena, wenn du mehrere Männer brauchst, dann geh aus der Beziehung raus und hol dir die Männer. Dann hast du sie. Ja. Ja, gut, aber dann beklag dich nicht, was da in der Beziehung abläuft.
Also alles geht irgendwie nicht. Also wirklich, lass uns jetzt nicht über diese These streiten, ob eine Frau mehrere Männer braucht. Nein, nein. Lass uns sagen, noch, ich möchte nochmal wiederholen, dass ich finde, dass du da mehr klar Tisch machen musst in deiner Beziehung. Das ist wirklich ganz wichtig und angesagt. Und dafür wünsche ich dir viel Kraft und Erfolg. Ja, das ist ganz lieb von dir. Vielen Dank. Alles Gute, Lena. Sehr lieb von dir. Ja. Tschüss. Tschüss. Die Lena. Und hier ist Suse. Suse ist 40. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Ja, guten Morgen, Suse. Um was geht's bei dir? Ich habe das Thema Frettchen. Mann, wir hatten doch gestern das Thema Tiere hier. Ja, da bin ich nicht durchgekommen. Und jetzt kommst du mit den Frettchen an. Mhm. Was sind denn Frettchen? Frettchen sind diese, so, ne, so groß, ungefähr halben Meter. Ja, ein bisschen kleiner, Domian. 40 Zentimeter. So von 30 bis 60 ungefähr. Sie sehen so ein bisschen im Gesicht putzig aus, ne? Ja, so wie kleine Teddys. Sehen die so ein bisschen aus wie Erdmännchen? Die kenne ich. Ähnlich. Ähnlich, ne? Ja. Wenn du damit was anfangen kannst, ja, ähnlich, ja. Kann ich. Frettchen, Erdmännchen. Genau. So, und wir beide unterhalten uns jetzt über Frettchen. Mhm. Warum? Hast du ein Frettchen zu Hause? Ja, ich habe 9. 9 Frettchen? Ja, 9 Frettchen. Also ich habe ja gestern hier die deutschen Sachen gehört. Und jetzt kommst du mit 9 Frettchen an. Wahrscheinlich in einer 10 Quadratmeter großen Wohnung. Leg mal 40 Quadratmeter drauf, dann passt das. 50 Quadratmeter? Mhm. Lebst du alleine? Ja, ich lebe alleine mit den 9 Frettchen. 9 Frettchen, 50 Quadratmeter. Ist das ein Zimmer oder zwei Zimmer Wohnung? Ein Zimmer. Das ist aber nur auch sehr krass, muss ich sagen, Suse, oder? Nee, das ist schön. Das ist schön. Ich denke mal, Frettchen sind wilde Tiere oder sind das Haustiere? Das sind Haustiere. Das sind richtig regelrechte Haustiere? Das sind domestizierte Tiere und mittlerweile können die auch draußen nicht mehr überleben. Achso, wenn du die rauslassen würdest in die freie Natur, das wär's dann? Ja, eine Zeit geht's gut und das schaffen die einfach nicht, das überleben die nicht. Was ist denn das Frettchen an sich für ein Tier? Ist das schlau? Ist es, ja, du wirst jetzt sagen, es ist super schlau. Sie kriegen alles mit. Nein, erklär's mal. Sind das sehr, sehr anhängliche Tiere, so wie Hunde oder eher wie Katzen? Wie kann man es beschreiben? Ich sage mal, du kannst ein bisschen in Richtung Katze gehen. Ähnlich. Ja. Also eher so eigenwillig und machen so ihre eigenen Sachen? Ja. Ja. Also mir geht es auch darum, dass sich eben viele Menschen diese Tiere anschaffen, ohne sich vorher darüber genau zu informieren, weil du kannst das nicht mit Hund und Katze vergleichen. Ja. Es gibt kaum Tierärzte, die sich in dem Bereich auskennen. Ja. Die Leute holen sich die Tiere, sind dann völlig überfordert, schieben sie wieder ab. Mhm. Geben sie ins Tierheim. Aufgrund dessen haben sich auch sehr viele Frettchenhilfen gebildet. Frettchenhilfen? Ja, lach du. Es ist wirklich schlimm, so was mit den Tieren passiert. Du holst dir ein Tier, denkst, oh, ist ja niedlich. Und so bin ich da auch reingerutscht in diese Szene. Das hört sich ja lustig an. Ich bin da reingerutscht in die Szene. In die, Frettchenszene. In die Frettchenszene. Ja, so. Es ist halt viel über Internet. Es gibt viele Homepage darüber. Es gibt viele Frettchenhilfen. Das ist ja lustig. Ich habe auch noch niemanden kennengelernt, der so ein Frettchen hat. Ja. Laufen die da einfach in deinem Zimmer so wild rum oder haben die einen Käfig? Oder? Ja, man sollte schon für sie einen Platz haben, wo sie sich zurückziehen können. Aber ich lasse sie frei, komplett frei in der Wohnung laufen. Und wie ist, natürlich, das ist natürlich das Thema, was man ansprechen muss. Wie ist es mit der Toilette? Mit dem Frettchenklo? Oder? Die gehen aufs Katzenklo. Die gehen aufs Katzenklo. Na, du kannst nicht sagen, dass sie jetzt wirklich hundertprozentig... Geht auch schon mal was daneben. Es geht auch schon mal was daneben. Und dann hast du Gestank in deiner Wohnung. Nein, stinken tun sie nicht. Aha. Und wie ist das mit dem kleinen Geschäft? Da gehen sie auch aufs Katzenklo. Ah, ja. Und kann man mit einem Frettchen auch mal rausgehen? Ja, kannst du auch. Das kann man auch. Es gibt spezielle Geschirre, es gibt Hängematten, es gibt kleine Häuschen. Also es gibt schon den Bedarf, den die Frettchen haben, gibt es. Wiederum gibt es wenig Zooläden. Ja. Wo du den Bedarf der Tiere bekommen kannst. Nun könnte ich mir ja vorstellen, das ist auch sicher ein sehr nettes Tier und so weiter, dass man da seinen Spaß dran haben kann. Aber warum gleich 9 Stück? Ja, sie machen süchtig. Ach so, weil du ja in der Szene bist, ne? Ja, lach nicht. Nein, es ist wirklich so. Entweder verliebst du dich total in das Tier, ja, oder du magst es nicht. Ich denke, so ein Ding dazwischen gibt es einfach nicht. Du bist jetzt 40 Jahre, wie lange bist du schon in der Szene, in der knallharten Frettchen-Szene? Hör auf. Ich bin jetzt seit 2,5 Jahren. Ach so, frisch noch. Und wie kam es dazu überhaupt? Wie kommt deine Frau dazu, ein Frettchen zu kaufen? Ja, ich habe mich damals von meinem Mann getrennt. Aha. Und wohne mitten in der Stadt und habe gedacht, so ganz allein, das hat es auch irgendwie nicht. Ja. Und dann kaufe ich mir halt ein Tier. Oder
hol mir einen kleinen Freund, hört sich besser an. Ja. Und dann kam ich irgendwie aufs Frettchen. Aber das ist ja interessant. Die meisten hätten jetzt gesagt, okay, ich kaufe mir süß einen kleinen Hund oder eine Katze oder einen Wellensittich, einen Papagei. Aber wie, warum gerade ein Frettchen? Tja, ich habe mal irgendwann einen Mann mit einem Frettchen an der Leine spazieren gehen gesehen. Und da hast du nicht den Mann angeguckt, sondern das Frettchen? Das Frettchen, ja. Mann, um Gottes Willen, nein, das Frettchen. Und daran habe ich mich erinnert und dann habe ich mich auf die Suche gemacht. Aber die Männer kannst du dir abschminken. Da kommt doch kein Typ in deine Wohnung, wo 9 Frettchen rumlaufen. Ja, den will ich auch gar nicht. Keine Männer mehr. 9 kleine Frettchen sind viel besser. Kein Dreibein. Sind viel besser. Ja. Kann man mit Frettchen auch schmusen? Ja, total. Das sind ganz liebe, anhängliche, schlaue, witzige Tiere. Genial. Ja, die haben ein weiches Fell. Ja. Die kann man, ich habe keine richtige Vorstellung davon. Die kann man kraulen. Die kann man kraulen, mit denen kann man schmusen, mit denen kann man spielen. Ja. Sie sind, sie schlafen sehr, sehr viel. Kommen die auch bei dir ins Bett? Ja, kommen sie auch. Kommen sie auch. Mhm. Ja, sind total zutrauliche, schlaue, witzige Tiere. Ja. Aber man sollte sich wirklich vorher ganz genau Gedanken machen, sich vorher intensiv informieren mit allem, was dazugehört, Ernährung, Pflege, Tierarzt. Ja, es gibt sogar in Leipzig ein richtiges Frettchen-Tierheim. Ja, wisst ihr, was es alles gibt im Osten, in Ostdeutschland? Mhm. Gibt es bei uns wahrscheinlich nicht hier im Westen. Nein, hier gibt es das leider nicht. Sind das, diese 9 Frettchen, sind das 9 Frettchen-Mädchen oder gemischt? Gemischt. Ja. Und die machen nichts miteinander? Nein, das sollte man auch eigentlich nicht. Jetzt gibt viele gewissenlose Züchter, die sich Tiere anschaffen auch. Ist ja sehr spannend, einfach drauf loszüchten. Also sind die kastriert, die du hast, oder wie? Man sollte sie kastrieren lassen, also, auf jeden Fall. Weil auch die Mädels, wenn man sie nicht kastrieren lässt, definitiv ganz grausam dran sterben. Woran sterben? Das heißt Dauerranz. An was? Es ist jetzt nicht so wie Dauerranz. Das ist nicht so wie bei Hund und Katze. Ja. Wenn die Tiere nicht gedeckt werden und ich halte sie zu Hause, das geht jetzt vielleicht so ein bisschen zu sehr ins Medizinische. Nein, die bleiben dauerranzig und kommen nicht wieder raus und sterben ganz elendig daran. Dauerranzig ist ja auch ein schrecklicher Begriff. Das heißt also, wenn das Frettchen-Mädchen kein Männchen kriegt, wird es dauerranzig. Genau. Und ist unglücklich und stirbt daran. Nee, nicht unglücklich, das hat mit dem Hormonhaushalt zu tun ist und mit was, dem Blut. Was körperlich ist, es ist wirklich eine körperliche Geschichte. Ja, es ist ganz, ganz schlimm und sie sterben ganz grausam. Das heißt, also, wenn die kastriert sind, ist alles im guten Bereich und die können es sich nett machen. Ja, ganz genau. Ja, ja. Wichtig ist eben dann auch ein gewissenhafter Tierarzt, ein guter Tierarzt, und da gibt es halt sehr wenige von. Ja. Was frisst denn ein Frettchen? Ja, hauptsächlich Katzenfutter. Katzenfutter. Also Trockenfutter, Feuchtfutter, Frischfleisch, Gemüse, Obst. Ja. Also, aber jetzt nicht so speziell in die Richtung Gemüse, Obst, so sage ich mal als Leckerchen, als Abwechslung. Aber also wichtig ist eben frisches Fleisch und auf gar keinen Fall Schweinefleisch. Warum nicht? Rind, Huhn. Warum kein Schweinefleisch? Da ist ein Virus drin enthalten. Ach so. Das an vertragen denen die Frettchen nicht sterben können. Aber du musst keine lebendigen Mäuschen kaufen oder so. Muss ich nicht, nein. Aber die würden auch eine lebendige Maus fressen? Ja, ist ja ein kleines Raubtier. Ah ja. Also ich könnte jetzt auch hier wild Mäuse bei mir rumlaufen lassen. Das fände bestimmt ganz spannend. Suse, kommen dich denn Leute noch besuchen zu Hause? Ja, natürlich. Ja? Und ich habe auch ganz viele liebe Leute kennengelernt durchs Internet, durch Frettchen. Ja, ich habe es schon verstanden wegen der Szene. Ja, mach du dich lustig über meine Frettchen-Szene. Wie viel soll es denn noch werden? Reicht es denn nicht schon jetzt endlich mit der neuen? Nein, hätte ich mehr Platz, könnten es auch durchaus noch mehr sein. Aber so reicht es jetzt, ne? Bei den 50 Quadratmeter, sagtest du. Da reicht es, ja. Es geht einfach eine wahnsinnige Faszination von den Tieren aus. Bist du berufstätig? Zurzeit leider nicht. Ginge das denn überhaupt, wenn man berufstätig ist? Und so, ja. Das geht. Die können sich allein beschäftigen. Das kann man organisieren, sie haben sicher. Ja. Und in Anführungsstrichen, die Wohnung ist auch Frettchen sicher, weil sie halt sehr neugierig sind. Ja, ja. Sollte man darauf auch unbedingt achten. Aber die sind ganz still, ich höre gar nichts im Hintergrund. Quietschen oder irgendwas. Nein, die schlafen jetzt auch. Ich dachte, die würden jetzt ganz gespannt vor dem Fernseher sitzen und zuhören, wie Frauchen über sie spricht. Aber ja, vielleicht heimlich. So, das war unsere Frettchen-Queen, die Suse. Ja, danke, Domi. Schön, mit dir gesprochen zu haben. Ja, und ich würde mich freuen, wenn jemand zuhört, Interesse hat, vielleicht auf meiner Seite mal vorbeizuschauen. www.frettchensuse.de, ist klar, ne? Frettchensuse.de, das ist ja köstlich. Okay, so machen wir es. Liebe Suse, alles Gute.
Ja, dir auch, Domian. Dankeschön. Danke fürs Gespräch. Tschüss. 0800 220 50 50. Das war Frettchensuse. Hier ist Peter. Ich glaube, wir hatten gerade eine Bildstörung im Fernsehen. Wir bitten das zu entschuldigen. Zumindest sah das hier bei mir so aus. Peter, 37, guten Morgen. Ja, hallo, hallo, Domian. Ja, hallo, Peter. Ich habe eine große Scheiße gebaut. Und zwar, ich bin seit, weiß ich, seit, dass ich seit 5 Jahren HIV-positiv bin. Ja. Und ich komme aus Essen. Und ich habe letztens mit einer, also über Karneval habe ich mit einer Frau geschlafen. Die weiß aber auch allerdings, dass ich HIV-positiv bin. Es ist ja gar nichts dagegen einzuwenden, wenn du mit einer Frau schläfst. Hast du mit ihr ungeschützt geschlafen? Ja. Warum? Aber sie, warum? Sie, ja, es ist halt so passiert. Und aber sie weiß aber, dass ich aber auch HIV-positiv bin. Okay, jetzt sag mir trotzdem mal, wie sowas so einfach passieren kann. Warst du besoffen oder was? Ja, beide. Beide? Wir waren beide ein bisschen betrunken. Mhm. Du bist HIV-positiv, aber du bist zurzeit nicht an, du bist nicht erkrankt. Die Krankheit ist nicht ausgebrochen. Nein, ich lehne auch jede Medikamente, die der Arzt mir eigentlich verschreiben wollte, lehne ich auch ab, weil ich nehme auch keine Medikamente. Warum? Weil, nein, das möchte ich nicht. Warum? Bei HIV-positiv gibt es doch nun mittlerweile sehr, sehr erfolgreiche Medikamenttherapien, dass die Leute stabil bleiben. Warum nimmst du das nicht? Ja, ich denke mal, irgendwann bin ich so oder so dran. Ja, das ist aber eine seltsame Einstellung. Das verstehe ich nicht. Kann ich nicht nachvollziehen. Wenn dir geholfen werden kann und wenn dein Leben dadurch geschützt und durchaus verlängert werden kann, warum nimmt man diese Tabletten nicht ein? Das verstehe ich nicht. Ja, weil ich auch, wie gesagt, ich bin auch schon 10 Jahre drogenabhängig und ich bin ja auch immer noch weiter drauf. Und ich weiß ja auch nicht, ob die Tabletten dann auch irgendwelche Wirkungen haben. Du bist drogenabhängig, auch zurzeit drogenabhängig noch. Ja, ich bin 10 Jahre jetzt drogenabhängig. Was nimmst du? Was nimmst du ein? Heroin und Kokain. Okay. Das heißt, im Moment hast du auch irgendwas genommen? Ja. Ja. Was hast du genommen? Bitte? Was hast du genommen, heute Abend oder vorhin? Ich verstehe dich jetzt ganz schlecht. Was du vorhin genommen hast, Kokain oder Heroin? Heroin und Tabletten. Mhm. So, jetzt kommen wir auf das Grundproblem zurück. Du hast mit einer Frau geschlafen, du bist HIV-positiv, du hast ungeschützt mit ihr geschlafen. Und sie wusste aber auch vorher schon, dass du HIV-positiv bist. Ja. Ja. Ja, sie wusste das. So, und jetzt? Hast du mit der Frau schon gesprochen? Nee, das ist es ja. Ich habe mit der jetzt noch nicht gesprochen und aber die wird ja nicht so, ehrlich gesagt, nicht, was ich jetzt direkt machen soll. Ja, das ist natürlich schlimm, dass es so gelaufen ist. Beide tragt ihr die Verantwortung dafür. Wenn sie weiß, was mit dir los ist und du weißt, was mit dir los ist und dass ihr nicht geschützten Sex habt, ist eigentlich schon ein Unding. Das entschuldigt auch keine Geilheit und keinen Suff und weiß ich was. Das ist einfach schlimm, dass es so gelaufen ist. Und ist es aber so gelaufen. Ja, du kennst die Frau, offensichtlich. Ich kenne die, ja. Also wir kennen uns zwar nicht, wer weiß wie gut, aber... Gut, aber du weißt, wo die Frau wohnt und du hast eine Telefonnummer. Du kannst die erreichen, wenn du möchtest. Ja. Ja Gott, dann ruf sie doch mal an oder geh bei ihr vorbei und ihr besprecht das. Redet erst mal darüber. Und da muss die Frau halt sehen, dass sie in ärztlicher Betreuung ist in den nächsten Monaten und sich testen lässt. Mehr kann man ja jetzt nicht machen. Und man kann hoffen, dass nichts passiert ist. Sie weiß, dass ich HIV-positiv bin und sie sagte ja auch selber, das wäre ihr egal. Ja, das ist natürlich auch alles sehr schlimm. Das ist natürlich auch so eine Einstellung und vor allen Dingen, ich bin ja auch in einer Beziehung. Und ach, du bist auch noch in einer Beziehung? Ach, du bist auch noch in einer festen Beziehung? Ja, und da ist auch bisher noch nie was passiert, also, weil wir haben auch geschützt und Geschlechtsverkehr, ist ja auch ganz klar. Aber, so, jetzt ist deine Aufgabe, finde ich, obwohl die Frau genauso viel Verantwortung dafür hat, wie dafür trägt wie du, da sie ja Bescheid wusste vorher, aber setz dich mit ihr in Verbindung und rede mal mit ihr. Vielleicht war die ja so besoffen, dass sie es doch nicht mehr genau weiß, was passiert ist. Kann ja auch sein, ich weiß es nicht. Nee, so besoffen war die nicht. Na gut, aber reden kannst du ja mit ihr.
Oder warum bist du zögerlich? Warum hast du das noch nicht getan? Ja, weil ich habe auch irgendwo ein schlechtes Gewissen. Ja, zu Recht auch. Aber sie trägt für sich auch Verantwortung. Sie trägt für sich ja auch Verantwortung. Und sie wusste sie es wirklich vorher, dass du HIV hast? Ja, wir kennen uns ja auch schon ziemlich lange. Ja. Wir kennen uns auch von der Essener Szene. Ja, gut. Also jetzt ist der nächste Schritt, dass du mit der Frau Kontakt aufnimmst. So, jetzt möchte ich gerne noch was anderes sagen. Du bist so lange schon drogenabhängig und du bist HIV-positiv und du nimmst keine Medikamente ein. Willst du dich selbst in den Tod treiben? Ich weiß es nicht. Also ich habe irgendwie so die Einstellung, weil irgendwann wird es ja sowieso ausbrechen, die Krankheit. Ja, aber genau das kann man hinauszögern oder vielleicht sogar dauerhaft oder sehr lange verhindern mit diesen Medikamentencocktails. Aber bringt dieses Medikamentencocktail denn überhaupt was, wenn ich weiterhin Drogen nehme? Nein, und da sind wir bei dem nächsten Punkt. Gehst du nicht zu einer Drogenhilfe? Warum versuchst du nicht von den Drogen wegzukommen? Das ist doch der allererste Schritt, finde ich. Ich habe schon 4 Therapien gemacht und es hat keine... Das hat nichts gebracht. Ich bin immer wieder rückfällig geworden. Hm. Und wo ich auch rausgekriegt hatte, dass ich HIV-positiv bin, da habe ich halt auch den Lebensmut verloren. Hm. Und das geht ja schon seit 5 Jahren gut. Ja. Sofern man das gut, aber man kann es gut nennen, dass es noch nicht ausgebrochen ist. Ja. Das solltest du doch eigentlich als... Ist das nicht für dich vielleicht eine Motivation, ein Signal zu sagen, Mensch... Ich habe schon noch eine Chance. Und wenn ich jetzt von den Drogen auch noch wegkomme und die richtigen Medikamente einnehme, habe ich vielleicht doch nochmal die Möglichkeit und die Chance für ein anderes, neues und gutes, besseres Leben. Denn dein Leben, was du jetzt führst, stelle ich mir sehr beschissen vor. Das ist sehr beschissen. Ja, das glaube ich. Das ist guck mal, jetzt hast du so, ich sage mal ganz pathetisch, vom Schicksal schon so einen Wink bekommen. Du hast 5 Jahre, ist die Krankheit nicht ausgebrochen. Verdammt nochmal, nutz doch jetzt deine Chance. Und werde selbst initiativ und sag so, das ist so ein guter Wink des Schicksals. Jetzt pack ich auch mit zu und mache nochmal eine Therapie, damit ich von diesem verdammten Drogenscheiß runterkomme. Und kümmere mich dann um meinen Körper, um mein Leben. Und führe dann vielleicht nochmal, du bist ja erst 37. Und führe dann nochmal ein Leben und habe die Möglichkeit für ein Leben, was mir auch Spaß macht, was ich gerne mache. Ja, im Moment habe ich gar nichts, was ich gerne mache und woran ich überhaupt Spaß habe. Das glaube ich. Und im Moment habe ich überhaupt gar keinen Lebensmut mehr. Und guck mal, Peter, wenn jetzt bei dir die Krankheit ausgebrochen wäre, dann wäre es ja viel dramatischer alles. Aber sie ist noch nicht ausgebrochen. Das heißt, du könntest jetzt wirklich noch einschreiten und auch von deiner Seite noch was dazu tun, dass du wirklich stabil bleibst, gesundheitlich. Wenn du so weitermachst, wie du jetzt weitermachst, lebst du nicht mehr lange. Ja, das glaube ich auch. Wenn ich morgens in den Spiegel gucke, dann frage ich mich schon selber immer, wie lange das noch gut geht. Ja, so, und du hast jetzt die Alternative, das so laufen zu lassen, bis alles kaputt ist. Aber du hast jetzt immer noch die Chance, dein Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Verdammt nochmal, mach das. Gibt es denn etwas, wovon du träumst, wo du sagen würdest, das wäre toll, wenn ich dir jetzt was zaubern könnte in dein Leben? Was sollte das sein? Wieder gesund zu werden. So. Deine Gesundheit ruinierst. Und wieder Lebensspaß zu kriegen. So, und deine Gesundheit ruinierst du jeden Tag mit diesem Scheißzeug. Jeden Tag. Und je mehr, das weißt du, das muss ich ja gar nicht sagen, je mehr du das nimmst, desto weniger Chance hast du, dass du wieder Lebensfreude hast. Damit hat man keine Lebensfreude. Nein, überhaupt nicht. Das bildet man sich vielleicht erst nur so ein, aber man hat überhaupt keine Lebensfreude daran. Ja, so ist es. Genau so ist es. Weil das ist der größte Scheiß überhaupt und ich kann auch nur jeden davon abraten und auch selbst das nur zu probieren oder sonst was. Du bist ja schon ein erfahrener Mann in Sachen Therapie. Dennoch möchte ich jetzt, dass du mit meiner Psychologin noch ein paar Worte sprichst. Ja, das möchte ich eigentlich nicht. Warum?
Jetzt geht's schon wieder, jetzt geht's schon los. Warum nicht? Wir wollen dir doch gar nichts. Wir geben dir höchstens nur noch ein paar Tipps oder dir vielleicht noch eine gute Adresse an die Hand, wo du hingehen könntest. Und jetzt machst du schon zu. Ja, ich weiß, ich mach schnell zu, das stimmt. Guck mal, harmloser geht's doch gar nicht. Du bist nur am Telefon. Da ist nur die Elke, sehr nette Frau, die sagt dir ein paar für dich vielleicht interessante Sachen und dann ist Schluss. Dann legt sie auf. Weißt du, wenn du jetzt schon dicht machst, Peter, dann kriegst du überhaupt nichts gebacken. Ja, das stimmt, da hast du recht. So, und jetzt legst du auf und dann gehst du bitte wieder ran, wenn das Telefon klingelt. Ja. Niemand will dir was. Wir üben keinen Druck auf dich aus und gar nicht. Wir wollen dir nur ein paar Sachen an die Hand geben und dann tschüss. Und dann musst du selbst sowieso entscheiden. Okay? Ist in Ordnung, Jürgen. Gut, und dann ruft die Elke dich gleich an. Ja, ich danke dann. Alles Gute, Peter. Alles klar, danke. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ja. Hier ist Gundel, 55 Jahre, guten Morgen. Hallo, guten Morgen, Domian. Hallo, Gundel. Warum hast du angerufen? Ja, ich bin von meinem Mann verlassen worden. Wann? Im Oktober 2002. Mhm. Und wegen einer Internetbekanntschaft. Ja. Wir haben eine, aus meiner Sicht her und wie er sagte, auch immer sehr glückliche Ehe geführt. Wie lange hat die gedauert, die Ehe? 35 Jahre. 35. Also ich meine, wir sind noch nicht geschieden, sind jetzt schon 36. Habt ihr Kinder? Ja, zwei. Die sind aber schon älter? Meine Tochter ist 35, mein Sohn ist 23, ein Mädchen dazwischen ist tot. Ja. Also die wäre jetzt 26. Hat dein Mann damals, das ist ja schon eine Weile her, jetzt Oktober 2002, ja. Hat der dir das so von heute auf morgen gesagt? Ja, von einer Minute zur anderen. Von einer Minute zum anderen? Ja. Also vorher war deine Auffassung noch alles in Ordnung? Nein. Nee, das kann ich nicht sagen. Es war so, dass ich, also er hatte zwei Beziehungen, so sag ich mal so nach 10 Jahren. Ich denke mal so, das hing mit dem Tod der Tochter zusammen. Mhm. Das hat ihn sehr oder... hat ihn auch sehr mitgenommen. Aber das hatte ich ihm auch verziehen. Ich meine, also da ist ja schon wir mal sind aus- alles nur Menschen. Und ich meine, gerade wenn man eine gute Ehe hat, wie wir hatten, meine ich so. Also er hatte da schon eine Affäre? Da hatte er eine Affäre gehabt und ja. Und wie war das dann so kurz vor der Trennung? Er hatte eine Affäre gehabt durchs Internet, hat er jemanden kennengelernt. Du hast es erzählt, oder? Das war dann aber so, das war also nicht diese, wegen der er sich getrennt hat. Die stand, ich hatte mal einen Zettel am Auto, stand drauf, ich habe dann einen Mann gesehen mit einer anderen Frau oder so. Das habe ich ihm gezeigt und habe gesagt, guck mal, was die Leute machen. Ich sage, die sind ja so, also ich hatte volles Vertrauen. Halt. Das will ich mal richtig erstmal verdauen. So fing das an. Da hat irgendjemand dir einen Zettel an die Scheibe. Ich habe deinen Mann mit einer anderen Frau gesehen, sehr verliebt. Das ist ja ein Hammer. Und da kam ich mit nach Hause und wir hatten ein Büro hier. Ja. Er ist Bauingenieur gewesen, ist er noch, und war selbstständig. Dann hast du ihm den Zettel vorgelegt? Und dann habe ich den Zettel, ich sage, guck dir das mal an. Ich sage, was die Leute so alles vorhaben. Und dann haben wir alle im Büro gelacht. Mhm. Ich habe nicht auf ihn geguckt, ob er rot geworden ist. Nein. Und diese Frau, die stand dann am, da war er, hat dann in einem Verein gearbeitet. Mhm. An dem Tag, das wusste sie, und die stand bei mir. Ich hatte überhaupt keine Ahnung und klopfte an meine Scheibe. Ich musste halten da und die war wohl schon die ganze Zeit in dem Meer gewesen und hat gesagt, ich bin kennen Sie mich? Ich sag nein. Mhm. Sagt sie, ich bin seit 2,5 Jahren die Geliebte ihres Mannes. Stopp. Das war der Hammer. Seit 2,5 Jahren. Da klopft eine Frau an deine Scheibe und sagt, ich bin seit 2,5 Jahren die Geliebte ihres Mannes. Dann habe ich gesagt, kommen Sie mal, steigen Sie mal ein, erzählen Sie mir, was los ist. Ne? Also ich kann den ja total neben mir setzen, total cool sein. Ja, dann hat sie mir so allerhand erzählt. Warum hat die Frau... Er mal scheiden und so. Nicht. Aber das war... Lass mich mal fragen. Warum hat die Frau das dann dir gesagt? Ich weiß es nicht. Ich bin dann zu meinem Mann gefahren, als ich sie wieder rausgelassen hatte. Ja. Und habe nur gesagt, ich bin nicht gefahren. Ich bin also irgendwie da angekommen, sag ich mal so. Ne? Mhm. War total fertig und habe nur gesagt, deine Freundin war bei mir. Und da sagte er, wer denn? Ich sage, Eva Maria. Und daraufhin sagte er bloß, das ist doch schon lange vorbei. Ach.
Und dann hat er mir sehr glaubhaft erzählt, dass sie nur noch mailen zusammen und dass sie eine Affäre hatten. Und hat er ihr geschrieben in meinem Beisein, das ist aber alles alten Geschichten, darüber wollte ich eigentlich sprechen. Sie hat dann alles abgestritten und so. Aber letztendlich waren die doch zusammen und jetzt sind sie wieder zusammen. Ja, aber dann war das so, also dass ich nun nicht gerade in diesem letzten Jahr sehr fröhlich gewesen bin. Mhm. Ich habe dann festgestellt, er hatte vor 18 Jahren schon mal eine Affäre. So. Das war denn aber wirklich abgegolten. Ich denke mal auch so, irgendwann muss man auch verzeihen können. Und ich bin also darin nicht gerade Meister gewesen, aber ich habe denn nach 18 Jahren und wir haben zusammen geritten, wir haben zusammen gesegelt, wir haben unheimlich viele Hobbys gehabt und wir waren auch so gut miteinander, wie man so schön sagt. So, Bündel, damit wir das jetzt nicht durcheinander bringen mit den ganzen Sachen. Im Oktober 2002 hat die Trennung stattgefunden. Ja, da hat er aber die nächste gehabt. Ach, da war er schon in der Aus dem Internet. Ach so. Nicht, da war in, also er ist jetzt nicht mit der zusammen, die in dein Auto gestiegen ist. Nee, mit der nicht. Mit einer anderen jetzt wieder. Also es war dann so, dass ich irgendwie, ich denke mal so, ich habe mal hinter diese Maske geguckt. Oder hinter diesen Menschen geguckt. Nach 35 Jahren. Also der unheimlich nett ist und der unheimlich beliebt ist, der sehr charmant ist, der gut aussieht. Alles das. Mhm. Der also wirklich irgendwie hier auf dem Dorf als Ehrenmann gilt. Das heißt? Und irgendwann habe ich dahinter geguckt, denn ich habe dann festgestellt, dass er auch 18 Jahre noch eine Beziehung unterhielt. Das heißt, dieser Mann, dieser nette Mann, kann sein, in diesen 35 Ehejahren, dass der unglaublich viele Frauen hatte. Ich weiß nicht, ob er unglaublich viele hatte. Auf jeden Fall hat er ein Doppelleben geführt. Mhm. Er hat mich unheimlich gerne gemocht. Er hat mich wirklich geliebt. Also wirklich, ne? Und dann auf einmal kommt diese Frau an und sagt das und das. Und ich fiel so vom Sockel. Also ich bin damals ja ins Kloster gegangen. Jetzt, wo du das weißt, ist da für dich jetzt so dein ganzes Leben irgendwie weggebrochen? Ja, natürlich. Es sind 38 Jahre, Domian. Das ist von 16 bis jetzt. Ich bin jetzt 55 Jahre alt. Und ich denke mal, der hat immer nur mit falschen Karten gespielt. Jetzt ist über ein Jahr vergangen. Ja, sicher. Und ich meine, das ist vielleicht für einen jungen Menschen ist es vielleicht eine kleine Zeit oder eine große Zeit. Aber ich meine, jetzt für mich ist es ist, als wenn es gestern wäre. Ja, glaube ich. Dieses ganze Jahr. Ich glaube, dieses 35 Jahre gehabt. Dieses ganze Jahr. Wie hast du das jetzt? Am Computer. Dich abgelenkt. Versucht irgendwie abzuhören. Ich sag mal so, ich habe, also dadurch, dass er musste mir ja auch unbedingt zeigen, wie er diese Frau kennengelernt hat. Und dadurch hat er mich an seinen Laptop gesetzt und gesagt, guck mal da. Und schon war ich da drin und habe dann gesagt, und ich werde dir zeigen, dass ich Leute kennenlerne, mit denen ich nicht gleich eine Beziehung anfange. Und so war's. Und das habe ich dann auch. Wir haben dann mit einem sehr netten Menschen nochmal im Urlaub gemacht. Ja. Ich habe eine sehr nette Familie kennengelernt, die mir jetzt unheimlich weiterhilft, auch mit den Kindern. Weil ich Hast du deinen Mann? Ich bin in diesem Haus jetzt. Ich bin in diesem Gedächtnismuseum von ihm, sage ich dann immer, weil er ausgezogen ist. Also er wollte das erst. Es war also alles sehr schnell. Es war von Minute zu Minute. Ist da so ein er hat am Abend vorher noch gesagt... Ist da so ein Hassgefühl übrig geblieben? Bitte? Ist da ein Hassgefühl? Nein. Nein? Nein. Sondern? Kann ich nicht. Was ist das für ein Gefühl? Schock. Immer noch? Also, erst war Schock und jetzt ist es das Gefühl, ich muss was tun. Vor allen Dingen auch, weil ich einen Sohn habe, der auch meiner Hilfe bedürft. Nicht? Also mein Sohn ist motorisch gestört, der hört jetzt auch zu, auf einem Fernseher in seinem Zimmer und ist in einem, in einer Sonderschule gewesen dafür. Also, und hat sich aber da unheimlich gut gemacht und vor allen Dingen auch, wie man so schön sagt, schickt die Kinder aufs Boot, wenn die schwierig werden. Und wir haben uns damals ein Boot gekauft. Bundel, jetzt muss ich mal unterbrechen, weil die Sendung gleich vorbei ist. Ja. Du hast gerade einen Satz gesagt, ich muss jetzt irgendetwas auch für mich tun, weil ich Verantwortung trage, zum Beispiel auch für den Sohn. Ja. Da möchte ich gerne anknüpfen gleich, wenn wir dich nochmal anrufen. Ja, sicher. Ich bitte dich jetzt aufzulegen, weil die Sendung gleich vorbei ist. Wir rufen gleich nochmal. Dankeschön, Domian. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute Nacht in der Technik Gudrunhausen. Morgen sind wir wieder da, die Freitagnacht-Ausgabe, 1 Uhr Radio 1 live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Ich wünsche euch eine schöne Nacht, eine gute Nacht. Bis morgen. Tschüss.
Es ist Freitag, der 27. Februar, 2 Uhr. Vom Bayerischen Rundfunk hören Sie Nachrichten. Zunächst die Themen. USA legen haitianischem Präsidenten Aristide